Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge The Witcher 3. Dies ist wieder, damit ihr es wisst, auf YouTube ein Live-Let's Play, das ich live streame hier quasi mit Live-Publikum. Hallo in den Chat, hallo in den Stream, hallo an alle, die das auf YouTube gucken. Wir machen jetzt genau hier weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Spinnen töten, die ziemlich heftig sind, ziemlich krasse Spinnen töten. Ich habe ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Wir haben gespeichert, wir haben meditiert, wir haben Tränke, Vielleicht sollte ich wirklich mal schnell gucken. Vielleicht sollte ich wirklich mal auf den Tipp von unserem Timelord-Beard hören und mal die Öle in meinem Inventar. Das mache ich eigentlich nie, ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, wo die sind und wie das gleich nochmal alles funktioniert. Ah ja, aber vielleicht habe ich ja ein Öl, das mir hier wirklich hilft gegen die Spinnen. 50 Kampfkraft gegen Bestien. Sind das Bestien? Hybriden, Insektoiden. Das sind auf jeden Fall Insektoiden. Nehmen wir doch das Öl hier. Auf unsere Silberklinge. Das haben wir für eine gewisse Zeit 25% mehr Angriffsschaden gegen Insektoide. Na, warum nicht? Kann nicht schaden. Dann suchen wir mal deren Nest. Was, da ist der Höhleneingang? Ich bin irgendwie direkt einmal im Kreis gelaufen, glaube ich. So finden wir das Nest von denen nie. Ich habe Knödel, ich habe Heiltränke. Kann eigentlich fast nichts mehr schief gehen. Außer wir werden von Spinnen gefressen. Das könnte passieren. Aber ansonsten, abgesehen davon... Hä? Ach so, das war's schon. Kehre zum Auftraggeber zurück. Ach, ich dachte, ne, weil Geralt hat am Anfang der Quest noch gesagt, die vermehren sich wie Karnickel, da muss man aufpassen. Und jetzt habe ich irgendwie 5 kleine Spinnen und eine große Spinne kaputt gemacht und jetzt ist schon erledigt. Na dann, das Öl hätten wir uns sparen können, aber ist auch wurscht. Das war viel leichter, als ich dachte. Ich dachte, jetzt geht's erst los. Tja. Alles erledigt. Bin reingegangen und habe aufgeräumt. Den Göttern sei Dank. Und dir natürlich auch. Ich mach mich wieder auf den Weg. Bis dann. So, schnell eine Quest mitgenommen, ne? Versehentlich quasi. Aber jetzt machen wir wieder weiter, was wir eigentlich machen wollten. Nämlich endlich dieses sabotierte Weingut untersuchen. Was ich schon seit 100 Jahren irgendwie gefühlt machen will, aber nie dazu komme. Jetzt aber plötzlich. Los geht's. Nur noch 700 Schnittlauch. Quatsch, doch, stimmt schon. Noch 700 Schnittlauch ist es von uns entfernt. Das Anwesen. Du gehst deinen Weg, ich geh meinen. Was für eine dämliche Art, um Entfernungen zu messen, weil Schnittlauch unterschiedlich lang wächst. Aber gut. So ist es halt, habe ich beschlossen. Wir vermessen die Welt in Schnittlauch. Zeit messen die in Kartoffeln. Die Zeiteinheit, die es braucht, bis Kartoffeln Wurzeln ausbilden. Mehr verlange ich gar nicht. Und so. Wahrscheinlich. Halt! Los, los! Moment. Ah, hier. Mach langsam. So. Ich habe schon wieder eine unsichtbare Plötzewand. Nee, jetzt geht's wieder. Mann, ich würde am liebsten ab. Genau, das ist 6 Bohnen her. Oh, unsichtbar! So kommen wir doch nicht weiter. Ich will nur. Ah! Ah, come on, wie weit ist es denn noch? Ah, hier haben die gestritten, hä? Ich kann mich erinnern. Das ist schon so lange wieder her irgendwie, dass ich die Quest angenommen habe.
Aber ich glaube, das passt schon. Ein Monsternest. Bestimmt wieder eine nervige, blöde Blume, stimmt's? Ja. Die sind echt gemein. Aber solange das hier so ein offenes Feld ist, geht's ja. Aber wenn es irgendwie Hügel um die uns sind, Positionen, zu denen man nicht so einfach hinkommt, werden die richtig gemein blühen. Aber mittlerweile weiß ich, wie man gegen die kämpft. Aber am Anfang war das echt... Boah, teleportiert sich rum, Fernkampf, explodierende Knödel am Boden. Die Hölle, diese Viecher. Die Archesporen treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerde. Die ganze Gegend. Aber ich finde das echt ganz cool, dieses neue Hochlevel-System, dieses neue Fähigkeitssystem, das das Spiel eingeführt hat mit diesem DLC, finde ich echt motivierend, weil jetzt auch die Mutagene wieder viel mehr Vielen Sinn Dank machen. Für die Rettung. Bist ein feiner Kerl, Hexer. Und auch das Hochleveln an sich macht jetzt wieder viel mehr Sinn. Das gefällt mir wirklich gut. Na komm. 250 Schnittlauch. Gehen wir schnell zu Fuß. Da müssen wir Plötze nicht bemühen. Plötze hat bestimmt Wichtigeres zu tun. Nanöchen, was ist das da? Das sind schon wieder irgendwelche Insektoiden, ne? Wie groß ist denn dieses Weingut, dass ich hier irgendwo in dem Zeltlager Blumen kaputt hauen muss? Guck, sowas hasse ich, wenn die dann irgendwo in Büsche spawnen und so blöd sind. Das ist einfach nicht nett. Ist der jetzt tot? Ich glaube, die Sterbeanimation habe ich auch noch nie gesehen. Zumindest nicht bewusst. Ich kann mich nur an die erinnern, wo... Ach, jetzt komm doch hinter den Kisten raus. Du bist nervig, wo man die zerteilt. Ich glaube, die hängt da irgendwie fest. Das ist natürlich nicht blöd. Ah, die hängt da wirklich in diesem blöden Baum. Was wirklich gemein ist, weil ich komme gar nicht richtig an die ran und weiß auch nicht... Ah. Na dann. Na dann. Ausmachen. Hier soll irgendwo ein Schatz sein, angeblich. Tot. Einfach tot. Einfach tot. Der Hieb hat ihn nicht umgebracht. Er ist danach verblutet. Ah, was haben wir denn hier? Anweisung auf elegantem Briefpapier. Genau, so eine haben wir nämlich... Wie ist denn das wirklich passiert? Der Brief ist doch nicht zufällig hier gelandet. Wie ist denn das wirklich passiert, dass wir von dieser Quest, die wir am Anfang der letzten Folge, also am Anfang des Streams gemacht haben, plötzlich in die Hauptquest übergeschwankt sind? Komisch, oder?
Warte mal ganz kurz. Okay. Muss hier gerade ein paar... Okay. Und dann, ich weiß nicht, das war komisch, ne? Ich muss, aber egal. Also, Anweisung auf elegantem Briefpapier. Wenn du mich diesmal enttäuscht, zieh ich dir deine fleckige Haut ab. Hol morgen die nächste Lieferung Setzlinge aus dem Gewächshaus in Tesham, Mundna, ab. Wir müssen einen weiteren Bereich von Coronata infizieren. Aber verspäte dich nicht. Wenn die Truppen vom Weinberg auf der anderen Seite des Flusses... Was? Ach so, denn der Trupp vom Weinberg auf der anderen Seite des Flusses hat den Schlüssel gezeichnet. V. Also, irgendwer infiziert hier absichtlich die Gegend mit diesen Pflanzen. Die werden irgendwo gezüchtet. Diese Notiz und mein Fund von vorhin. Irgendein Dritter macht Ärger auf den Weingütern. Ich muss den Ort finden, von dem im Brief die Rede ist. Ich wette, ich finde etwas höchst Interessantes hinter der Tür, zu der dieser Schlüssel passt. Na dann, reiten wir los, Plötze. 1500 Schnittlauch, da sind wir ein bisschen unterwegs. Es sind sogar über 2000 Schnittlauch. Ich muss mal kurz meinen optionalen Marker entfernen, weil der verwirrt mich immer total. So, lala. Ist hier irgendwo ein Schnellreisepunkt in der Nähe? Das ist aber schon sehr weit, ne? Dann würde ich sagen, gehen wir da über den unentdeckten Ort zu dieser Windmühle und schnell reisen dann. Aber dann nehmen wir das Fragezeichen mit. Warte mal, hier ist auch was. Direkt gleich hier. Banditen. Ich habe noch nie vom Schwert gekämpft. Naja, ich weiß auch warum. It's not very effective. Aber da sind wir wieder bei Mountain Blade, über das ich vorher noch geredet habe. Genauso kämpfe ich in Mountain Blade auch immer. Nur, dass ich da ein bisschen effektiver bin. Er wurde gerade von seinem Freund erschossen. Das ist lustig. Hey, du hast ganz woanders hingezielt, du Cheater. Was ist denn das? Kann ich... Oh, schade. Warum kann ich die nicht mitnehmen, die Rüstung? Die wäre zumindest schön zum Ausstellen bei mir zu Hause. In meinem neuen Anwesen... Jetzt stecken wir fest, Geralt. Ich hoffe, wir kommen hier. Puh, Glück gehabt. Wieder rausgekommen. Warum haben die alle Zwiebeln? Die haben alle nur Zwiebeln und alte hässliche Schwerter, die keiner braucht. Aha! Ein unvollendeter Bericht und ein Schlüssel für eine Reisekiste und ein Schema für Hosen. Ein Hosenschema. Unvollendeter Bericht. Philibert, wie du befohlen hast, sind wir zu Konrad Weids Expedition gestoßen. Weid ist wirklich ein erzdämlicher Lackel. Er wollte alleine von Cara Vista bis nach Lanxeterre gelangen und unterwegs noch nicht mal Handel betreiben. Er hat mit irgendwem gewettet, dass er es in 80 Tagen bis zum Ziel schafft. Das kommt mir bekannt vor. Den Wagen hat er gerammelt voll mit Vorräten und am Kutschbock hing ein dicker Koffer voll mit nilfgaardischen Florin. Wir zechten die ganze Nacht auf seine Kosten in der Fasanerie und haben ihm nach... Und haben immer noch Sodbrennen. Er hat keinen Moment gezögert, uns bei seiner Expedition mitmachen zu lassen. Und unser Vorschlag, vor der Stadt ein Lager aufzuschlagen, hat ihn nicht im geringsten misstrauisch gemacht. Fast hätte er unsere Arbeit erledigt, ohne uns auch nur die Hände schmutzig zu machen. Aber leider hat Zuetze den Hammer nicht fest genug geschwungen, um ihm den Schädel richtig einzuschlagen. Der Idiot, wie wohl besoffen, schrie und tobte und die Pferde gingen durch.
Zu allem Überfluss waren sie auch noch eingespannt und zogen den Wagen schnurstracks in den See. Aha, ein Schatz, ein versunkener Schatz irgendwo wahrscheinlich. Wir wollen so schnell wie möglich von hier verschwinden, weil es hier von Rittern und Herzogswachmännern wimmelt. Aber es ist wie verhext. Nun steckt auch noch unser Wagen im Schlamm fest. Ein großer Tintenfleck macht den Rest des Berichts unleserlich. Dann schauen wir mal. Weil wahrscheinlich ist jetzt... Ah ja, guck, da unten ist der Wagen. Da stehen auch noch Leute. Sind das auch Banditen oder nicht? Werden wir gleich sehen. Doch, sind Gegner. Na dann. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Vorsicht! Wirbel, Zauberwind! Oh, wow, der hat uns irgendwie, ohne sich zu bewegen, gekontert. Nicht schlecht, aber wir haben ihn trotzdem weggewirbelt. Geralt, warum nehmen wir eigentlich dauernd diese alten Schwerter mit? Was wollen wir denn mit denen eigentlich? Kannst du bitte aufhören damit? Scheuklappen der 5 Rittertugenden. Ist das wirklich was für Plötze? Das wäre ja cool. Ich meine nicht, dass die Scheuklappen irgendwie ernsthaft einen Effekt hätten, finde ich. Aber gut. Vergleichen. Ja, ist genauso wie die Scheuklappen, aber ist was Neues, ne? Nehmen wir ruhig mal die und schau mal, wie Plötze das steht. Die Schwerter kannst du verwerten, ja, das stimmt. Aber trotzdem nehme ich die ungern mit. Passt zum Sattel irgendwie. Sieht ein bisschen komisch aus, aber passt schon. Plötze. Es ist was Neues. Lassen wir es mal. Über Geschmack lässt sich streiten. Ach so, wir müssen noch runtertauchen, oder? Das war es noch gar nicht. Oder einfach nur das da nehmen. Ja. So, zum 100. Mal gehe ich jetzt hier in unser Questbuch und wähle die Quest mit dem blöden Weingut. Mann ey, ich bin echt gespannt, ob wir die jemals zu Ende bringen. Langsam. Nanu, ich dachte, wir gehen einfach mal zu einem Schnellreisepunkt. Ach nee, das war das Fragezeichen, das ich markiert habe, glaube ich. Ne? Das andere war ja irgendwie was anderes. Geralt, was genau machen wir da eigentlich? Auto-Aim-Fail. Schade, ich wollte nur mal gucken, ob das vielleicht super effektiv ist gegen die Dinger, aber nicht wirklich. Hallo? Also ich habe das Gefühl, mit der Blume stimmt irgendwas nicht, oder? Die ist irgendwie unsterblich. Aha, jetzt ist sie tot. Der geheime Endboss. Ja, das war jetzt echt komisch, ne? Eine komplette Ausdauerleiste. Wirbel, Zwirbel, Zauberwind. Überlebt selbst der stärkste Boss nicht.
Damit habe ich sogar den Anführer der wilden Jagd fertig gekriegt, aber die Blume nicht. Eine Ladung Trauben ist schwerer als deine Schwerter. So, Dalla, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Ich glaube, der Questmarker führt uns jetzt eh zu einem Schnellreiseschild, ne? Zu dem ich sowieso wollte. Nee. Hä? Hä? Jetzt kenne ich mich gar nicht mehr aus. Ist das... Habe ich die richtige Quest ausgewählt? Doch, genau. Eigentlich schon. Weil jetzt... Die hat uns doch vorher irgendwie ans andere Ende der Welt geführt, die Quest. Und jetzt muss ich hier 300 Schnittlauch in irgendeine Richtung reiten und fertig. Ich folge einfach mal dem Questmarker. Ich werd verrückt. Ach so, jetzt wartet mal. Ich habe nämlich, das könnte sein, ich habe ja nämlich in dieser Quest hier die wichtigen Hinweise scheinbar recht früh gefunden. Theoretisch gäbe es noch... Hä? Genau, um die Probleme kümmern. Nee. Irgendwie ist die Quest hier zweimal drin und einmal hat sie noch einen zusätzlichen optionalen Punkt oder so. Jetzt, ich kenne mich nicht mehr aus gerade. Ich bin etwas verwirrt. Aber gut. Aber das ist die Quest, die wir vorher hatten. Nein, die führt uns ja schon wieder woanders hin. Jetzt kenne ich mich wirklich gar nicht mehr aus. Aber gut, dann reiten wir zu Fuß hin, zu Huf, zu Pferd und machen, nehmen das Fragezeichen noch mit, wenn wir schon hier sind. Und dann sind wir eh gleich da. Also, das ist eine verwirrende Quest. Ich bin gespannt, ob vor der Mauer, vor der Brücke wieder eine unsichtbare Plötzemauer ist, die man nicht durchdringen kann. Ist hier ja scheinbar gerne ist irgendwie bei Mauern. Bei Brücken meine ich. Mauern und Brücken. Die bringe ich dauernd durcheinander, die beiden Konzepte. Das ist immer peinlich. Wenn man wieder beauftragt wird vom Stadtrat, dass man eine Brücke irgendwo baut und dann baut man wieder eine Mauer am Fluss entlang. Und erst wenn sie fertig ist, fällt sie einem auf natürlich. Schlimm, ne? Kennt jeder sowas. Nur ein Hexer kann das Spiel. Hey da! Pass auf, wo du hintrittst, Armleuchter! Ich glaube, es waren zwei verschiedene Weingüter, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, das stimmt, aber ich glaube, man muss sich entscheiden, wie man hilft, ne? Ich glaube, eigentlich habe ich mich entschieden und habe die Quest bekommen. Es stehen ja auch, das ist ja auch total verwirrend, guck mal, das ist wirklich komisch. Es steht ja auch sowohl hier oben, dass ich mich um 4 von 5 Probleme gekümmert habe, wie auch hier unten. Nein, warte mal, da habe ich mich um 3 von 5 gekümmert. Naja. Vielleicht, wirklich, ne? Vielleicht sind es doch für jedes Weingut eine eigene Quest. Essensreste. Die aber gleich heißen und so. Und heißen die überhaupt wirklich gleich? Aber auf jeden Fall das gleiche Level haben. Nein, genau, die heißen auch unterschiedlich. Dann kann man sich nachträglich noch umentscheiden. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Aber wahrscheinlich führen beide Quests zum gleichen Täter. Ich schätze, dass da irgendwer die beiden gegeneinander ausspielt oder so. Was ist jetzt das hier eigentlich? Können Fremde auch mitmachen oder nur Leute von hier? Verpiss dich, Rattenfresse! Hau endlich ab! Benehmt euch! Ihr werdet ordentlich vertrimmeln. Sei brav, sei ruhig, Arbeiter. So eine Prügelei ist aber nicht erlaubt. Das Fest ist vorbei. Haut euch gegenseitig! Bis der bei seinem Gegner ist, hat die Gedankenkontrolle aufgehört. Oh, wow, nicht schlecht. Anderer Arbeiter. Hätte ich nicht erwartet. Wie ging denn gleich nochmal kontern? Ich habe das doch jetzt im Turnier erst so schön gelernt. Im großen Kampfsportturnier. Funktioniert irgendwie nicht. Naja. Du wirst es nie lernen.
Dich hat mir der heilige Majoran geschickt. Jetzt repariere ich schnell meinen Wagen. Ich werde beim Bauplatz erwartet. Bis dann. Hä? Haben die denn jetzt irgendwie... Ich verstehe die Quest gerade gar nicht so richtig. Da haben irgendwelche Leute gefeiert, die haben mich angepöbelt, ich habe sie verprügelt und jetzt dankt mir auf einmal der Kerl dafür. Ich weiß gar nicht genau, was das Problem war. Aber wahrscheinlich hat der wohl ein Problem mit den Leuten oder so. Qualität. Und wie sind wir da schon wieder reingestapft in die Quest und was ist jetzt schon wieder los? Suche nach dem Wicht. Nein, wir suchen jetzt nicht. Ich mache erst Nebenquests. Das Spiel will mich nicht die Nebenquests machen lassen. Aber ich bin jetzt eigentlich wegen der Quest hierher geritten, ne? Nein, jetzt was doch die obere von den beiden? Oh, jetzt sind die anders. Jetzt sind die neu sortiert, die beiden auch noch. Das Spiel will mich ja absichtlich total verwirren, habe ich das Gefühl. Also sowas. Aber gut, jetzt kümmern wir uns hier in 200 Schnittlauch um Weingutproblem 5 von 5 und dann dürfte das mal erledigt sein. Geht nicht gut aus. Okay, warte mal. Das sind Leichenfresser, die mögen kein Feuer, wenn ich mich recht erinnere. Essen wir noch einen Knödel. Dann geht das schon. Das war der eine, der explodiert ist. Der andere ist mir vorhin reingesprungen. Killer-Kombo. Ah, ich hoffe, es hat gespeichert nach der letzten Quest. Hallo, Grey on Fire, wie geht's? Gemeine Killer-Kombo, in die ich da geraten bin. Tisk, tisk, tisk. Hallo, Carter. Mir geht's auch gut, danke schön. Ah ja, wunderbar. Ganz ruhig. Eben, ganz ruhig. Hat gerade erst gespeichert. Kein Grund zur Sorge. Dann gehen wir nochmal die Mörderhäuter töten, die aber hier anders heißen und eine andere Farbe haben. Nein, wir suchen nicht nach dem Fleckenwicht. Du, lass mich jetzt in Ruhe mit deinem Fleckenwicht. Womit habe ich das verdient? Dauernd hetzen die mich auf dem Fleckenwicht. Ich will nur ein paar Nebenquests machen. Und dann verreite ich mich wieder und kenne mich wieder nicht mehr aus. Und dann kommen wieder irgendwelche Mörderhäuter und explodieren. Und ich bin tot. Das ist nicht nett. Aha. Oh, die machen aber auch schon Schaden, ne? Essen wir lieber echt noch einen Knödel und dann geht's los hier. Ich habe das Gefühl, wir bräuchten mal eine bessere Rüstung. Wirbel, Zwirbel, Zauberwindattacke! Oh Gott, ey! Hey, explodieren die irgendwie? Der ist ja gerade, der hat gerade noch mit halber Energieleiste oder so ist der explodiert. Das ist echt ziemlich gemein. Aha, da ist noch einer. Er hat sich in den Sonnenblumen versteckt. Au. Anzünden! Wegrollen! Gut gemacht. Was auch immer wir suchen, ist scheinbar hier. Ein Tagebuch von Augustin Tonnelius.
Und eine Truhe im Sonnenblumenfeld. Schlüssel dafür, meine ich. Tagebuch von Augustin Tonnelier. Dickes Tagebuch in gleichmäßiger Schrift beschrieben. Die letzte Seite enthält jedoch eine andere Handschrift. Okay. Voller Klecks und durchgestrichener Wörter. Ein geheimnisvoller Herr hat mich aufgesucht und mich gefragt, ob ich ihm die Fässer verkaufen würde, die wir für die neue Weinsorte anfertigten. Ich habe höflich abgelehnt, da ich weiß, wie viel der neue Wein Frau Mathilda bedeutet und wie viel vom Erfolg dieses Weins abhängt. Schließlich war die Lage auf dem Weingut in den letzten Tagen sehr angespannt. Dieser sehr geheimnisvolle Herr erwies sich auch als extrem wohlhabend. Er suchte mich erneut mit einem sehr prallen Beutel auf. Verdammt, es wird ganz schön schwer sein, seine Wünsche abzulehnen, wenn er mich wieder vor so eine Herausforderung stellt. Heute habe ich vergessen, die Tore zum Lagerhaus der Fässer abzusperren. Ich schäme mich sehr. Aber was soll ich tun? Frau Mathilda ist am Boden zerstört. Ich fasse das Geld erst an, wenn sich die Sache beruhigt hat. Ich habe ein Beutel voller Nilfgaardischer Florin im Sonnenblumenfeld versteckt. Aha, solch ein Vermögen darf bei mir zu Hause nicht gefunden werden. Er hat mich erneut aufgesucht. Dieses Mal wollte er das Rezept für den neuen Wein haben. Ein wenig Ehre besitze ich aber. Fässer sind eine Sache, da kann ich neue anfertigen, aber das Rezept für den Wein... Ich sagte, eher würde ich sterben. Und da hat er mich so seltsam angesehen, mir lief es eiskalt den Rücken runter. Nachts sollte ich besser meine Tür verrammeln. Und dann war er tot. Und dann kam Hexer und klaut seine Zwiebeln hinterm Haus. Als ob es nicht schon genug wäre. Okay, ein Schatz im Sonnenblumenfeld. Im Sonnenblumenfeld. Schauen wir mal, ob wir da eine Quest dafür noch haben. Wahrscheinlich schon. Nee, das ist jetzt wieder... Oder? Ach, jetzt kann ich gar nicht. Alten Glanz erstrahlen. Nein. Nein. Wahrscheinlich bei Schatzsuche. Finde die Truhe im Sonnenblumenfeld. Ganz genau. Genau. Eine Kiste im Sonnenblumenfeld. Moment mal. Das ist über 300 Schnittlauch entfernt. Ich dachte, das hat er gleich hier in der Nähe, bei sich. Hä? Da hinten ist das Sonnenblumenfeld. Naja, wenn der Questmarker mir das sagt. Plötze! Hör auf, dem Toten auch noch seine Rüben wegzuessen. Ist doch schon schlimm genug, dass ich seine Schneller. Zwiebeln und sein Geld klaue. Wir kommen hier nicht mehr raus, Plötze. Jetzt haben wir den Salat. Ja, wir haben es geschafft. Puh, plötzlich ist es manchmal wie ein Panzer einfach irgendwie. Nur nicht so viel Zerstörungskraft. Das wäre cool. Stell dir vor, man könnte für plötzlich irgendwie so ein schweres Rüstungsgurtzeug kaufen, damit plötzlich dann einfach durch Mauern und Wände durchbrechen kann. Da müsste natürlich das Spiel mit einer ganz anderen Physik-Engine gebaut worden sein und so weiter. Aber cool wäre es trotzdem. Das, die beiden Sonnenblumen, da sind das Sonnenblumenfeld, oder wie, oder was? Ja. Wenn wir diesen Bastarden auf Coronata der Blitz in den Arsch fahren. Blümchen. Wo ist denn mein Schatz? Mein Schatz. Ah, warte mal. Die ist wirklich hier. Die ist aber nicht sehr gut verschlossen. Versteckt. Verschlossen war sie schon sehr gut, aber ich hatte den richtigen Schlüssel. Je länger man sie klopft,
So, da la. Jetzt informieren wir Mathilda über das Problem und so weiter. Plätze. Hör auf, den Leuten ihren Boden wegzuessen. Ihre Holzbretter, die brauchen die noch. Ja. Moment mal, ist hier wer gestorben? Liegt hier einfach so ein Toter auf dem Boden? Und das ist okay? Pass auf, wo du hinläufst. Ach, der ist nur betrunken. Ja, dann okay. Macht ruhig Party weiter. Ich gebe mal die Quest ab. Oder mach sie weiter. Patrouille auf nüchternen Magen. Oh, grauenhaft. Meister Hexer, kommst du mit Neuigkeiten? Die Probleme auf Coronata und Vermentino waren kein Zufall. Jemand hat sie ausgeheckt. Ich habe Beweise dafür. Beispielsweise hat jemand Archesporen auf den Geländen gepflanzt. Das geht aus diesen Briefen hervor. Was die Identität des Täters betrifft... Wer soll es schon gewesen sein? Er natürlich, sonst niemand. Du spinnst ja, Alte. Bestimmt warst du diejenige, die sich das ausgedacht hat. Und jetzt willst du mich zum Sündenbock machen. Ruhe jetzt, alle beide. Ich suche den Ort, der in den Briefen erwähnt wird. Wir werden die Sache aufklären. Und am Schluss von der Quest heiraten die beiden bestimmt, oder? Dieses Weingut Belgard. Warum ist das so erstrebenswert? Ach, du bist nicht von hier, das merkt man. Graf Crespi ist dem Biest zum Opfer gefallen und Belgard hat ihm gehört. Er war sehr wohlhabend und einflussreich. Und er steckte viel in seltene Rebsorten, fähige Arbeiter und so weiter. Ich erspare dir die Einzelheiten. Belgard ist eine Erfolgsgarantie, wenn man es mit einem anderen Weingut verbindet. Vermentino kann den normalen Betrieb wieder aufnehmen. Wirklich? Das ist ja herrlich. Mich trennt nur noch ein Schritt von Belgard. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Hier, deine Belohnung. Moment, was ist mit mir? Und Coronata? Wenn ich unterbrechen darf. Unter diesen Umständen geht die Aufsicht über Belgard an Herrin Mathilda. Vorausgesetzt, dass sie sie immer noch übernehmen will. Natürlich. Warum sollte ich das nicht wollen? Ich werde gleich alles erklären. Kommt mit. Es ist Zeit, dass wir Belgard besichtigen. Ach, hätte ich... Komm mit, Hexer. Irgendwie gefällt mir dieser Bürokratentor nicht. Vielleicht gibt es noch Arbeit für dich. Hätte ich ihm jetzt auch irgendwie helfen sollen oder so. Sonst gehe ich pleite. Du musst dir Coronata ansehen, bitte. Gut. Mal sehen, was ich tun kann. Hexer, kommst du? Wir sollten uns ansehen, was auf Belgard vorgeht. Hallo, Elisabero. Ich weiß nicht. Bis jetzt geht's nur um Weingüter in der Quest. Mehr weiß ich noch nicht. Also gut, gehen wir. Um sabotierte Weinanbauplantagen. Mein Wunsch, Belgard in fähige Hände zu übergeben, war nicht einfach so dahingesprochen. Seit dem Tod des Vorbesitzers sind harte Zeiten für das Weingut angebrochen. Ich habe von Arbeitern gehört, die mysteriös versterben. Von Monstern, die dort ihr Unwesen treiben. Bevor dort jemand einziehen kann, müssen erst diese Unannehmlichkeiten beseitigt werden. So wünscht es der Minister. Sieht nach Arbeit für mich aus. Wenn du so freundlich wärst, würde ich deine Hilfe gerne annehmen. Ich habe mich ja eigentlich schon bereit erklärt. Wie schön. Dich schickt wirklich der Himmel. Bitte folge mir. Es gibt noch ein paar Formalitäten. Natürlich. Bam. Na gut, dann, wenn wir schon hier sind, machen wir das.
Moment. Ich schätze mal, ich muss nicht an den Formalitäten. Aber so ein Schnittchen hätte ich schon gern. Aber gut, okay. Ich schätze, ich muss irgendwo 80 Schnittlauch entfernt irgendwas hauen oder so. Dann los. Geralt, du kannst aber wohl den kleinen Hügel da hochlaufen. Come on. Stell dich doch nicht immer so an. Ein Monsternest. Na wunderbar. Wow, das war gerade eine Killer-Kombo. Verdammt, ich bin vergiftet, ich sterbe. Nein, wir leben noch. Geralt, lauf einfach weg. Es ist keine Schande zu fliehen. Meine Güte. Die haben uns jetzt aber die Energieleiste mal geleert, die Monster. Da warten wir mal bis früh morgens. So, da, Tränke wieder aufgefüllt. Die Sonne scheint. Geht's gleich ganz anders. Erstmal ein Knödel frühstücken und dann kann's losgehen. Lass dich nicht umzingeln, Geralt. Lieber einmal mach einen davon mit Axi zu deinem Verbündeten. Und dann sieht die Welt gleich ganz anders aus. So. Verdammt, bist du hässlich. Tun sich die jetzt gegenseitig nichts, weil beides meine Freunde sind oder so? Oh, der kann schießen. Der ist ein Fernkämpfer. Das mag ich schon. Dieses Gegner irgendwie für kurze Zeit zu meinen Freunden machen. Das ist immer. Das mag ich in jedem Spiel. Das ist immer nett. In Final Fantasy XV gab es ja sogar extra dafür im Grunde diese Arena. Die habe ich so gern besucht, die Arena. Wo man einfach nur. Da kämpfen einfach nur so Gegnermonster gegeneinander. Zufällig. In zufälligen Teams. Und man kann darauf wetten, wer gewinnt. Das alles habe ich stundenlang gemacht. Ich muss das zerstören. So was mag ich immer total gern. Loswerden möchte. Auch bei diesem Herr der Ringe-Spiel, Schatten of Mordor, das neueste, habe ich auch so viel in der Arena meine Orks gegen die anderen Orks kämpfen lassen. Das hat mir auch gefallen. War eigentlich nicht so schön gemacht, finde ich teilweise, die Kämpfe. Trotzdem hat es mir gut gefallen. Jetzt kümmern wir uns schon wieder um irgendwelche Probleme. Die ganze Quest besteht daraus, dass ich irgendwie von A nach B gejagt werde und irgendwelche Monsternester kaputt machen muss. Und das jetzt schon seit gefühlt Jahren. Seit Jahren sitze ich jetzt hier. Und mache das. Nicht die beste Quest. Ein Panther! Panther? Sei mein Freund. Ich lass dich leben. Laufen wir einfach weg. Hatte ich vorher doch recht mit den Großkatzen. Ich war mir nicht sicher, ob ich wirklich eine Großkatze gesehen habe oder nicht. Aber wahrscheinlich schon. Okay, Monsternest. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt das von meiner Quest ist, ehrlich gesagt. Aber schauen wir mal, ob da auch wieder einer unsterblich wird. Oh Gott. Puh. Hey, kann ich eigentlich die auch Gedanken kontrollieren? Ja, da, wie wär's, wenn wir eigentlich mal ein Schwert ziehen, fällt mir gerade auf. Okay, komm. Gedankenkontrolle. Nein! Nein! Die sind so crazy. Wenn es zwei von denen sind, ist das so crazy. Mann, komm schon. Komm schon, Spiel. Du spinnst doch auch ein bisschen.
Na, also. Gott sei Dank. Ah, toll. Toll, wirklich. Jetzt können wir die Kante nicht hoch. Mein Gott. Diese Blumen, ey. Die schlimmsten Gegner im ganzen Spiel, finde ich. Die Archespuren treiben bald wieder aus. Ich muss die Gegend zerstören, wenn ich sie loswerden will. Na dann, auf zum nächsten. Es ist zum Glück gleich ums Eck. Wenigstens. Wenigstens das. Hallo. Keine Angst, aber gerade mal 60 Schnittlauch von hier ist ein Monsternest. Also beeilt euch lieber. Könnte gleich gefährlich werden. Stimmt, ne? Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, aber im Endeffekt funktionieren die sehr ähnlich wie die Blumen, die Tausendfüßler. Interessant, da haben sie eine neue Gegnermechanik zweimal doch sehr so unterschiedlich benutzt, dass es nicht auffällt, aber im Endeffekt die gleichen Mechaniken so. Haben die gut gemacht. Die hätten auch einfach die Blumen in einer anderen Farbe nochmal machen können oder so. Stattdessen machen sie Tausendfüßler und geben denen sogar noch eine andere Animation. Und schon hat man einen neuen Gegner. Ah, come on. Wo ist er denn? Jetzt komm, sei nicht so. Wie nervig kann man sein. Ach, jetzt hat er sich doch dazu entschieden, noch zu sterben. War sich nicht sicher. Wir haben wieder einen Brief gefunden. Werter Herr, ich hoffe sehr, dass du dich bester Gesundheit erfreust. Denn dieses, wenn du dieses Schreiben erhältst, gemäß unserer Voraussetzungen, viel Erfolg. Okay, das gehört nicht zu unserer Quest, dieser Brief. Glaube ich, zumindest. Leute, los geht's. Hey, Metatron, danke fürs Massenabo verschenken an alle. Super nett von dir. Die Apokalypse. Das Abo-Glas wird prall gefüllt. Dankeschön. Voll cool. Laufplätze! Laufplätze! Schweine! Überall Schweine! Ich sehe keine Schweine. Los, lauf! Das ist kein Held, sondern der Schlechter von Blaubecken. Keine Schlägereien. Ich habe mich verlaufen, glaube ich. Wo müssen wir denn hin? Ich hoffe, dass da keine Blumen sind, weil das wäre eine super nervige Location.
Wartet mal, vielleicht kann ich die mit Axi dazu bringen, dass sie nicht mehr im Boden verschwinden oder so wenigstens. Aber scheinbar sind die irgendwo ziemlich immun, oder? Weiß auch nicht. Mein Gott. Warum machen die so nervige Gegner? Warum? Wer ist auf die Idee gekommen, sowas zu machen? Das ist doch nur nervig, oder? Die teleportieren sich dauernd rum, bleiben nie, wo sie sind. Man kann die immer nur, wenn man Glück hat, zwei, dreimal hauen. Und dann sind sie wieder weg. Das ist doch einfach nervig. Warum macht man sowas? Ich meine, es ist was Neues, ne? Im Hauptspiel gibt es solche Gegner nicht, aber mit gutem Grund, würde ich sagen. One-Hit-Kill, das war Glück jetzt. Vor allem muss man echt immer Glück haben bei solchen Gegnern und das nervt, weil die haben halt einfach gewisse Angriffszyklen, in denen kann man ihnen quasi gar nichts tun. Riesentausendfüßler. Ich sollte das Nest zerstören. Das ist dann einfach nur nervig, wenn die in ihre immer wieder ihre Angriffsmechaniken wiederholen, in denen sie quasi nicht verwundbar sind für den Spieler. Das ist einfach frustrierend. Irgendwie werden mir hier immer noch Gegner auf der Minimap oben angezeigt, was mich zwar verwirrt, aber unsere Quest ist erledigt. Plötze, wir gehen. Ich habe wirklich komplett vergessen, dass Plötze tatsächlich eine Sprungtaste hat. Ich wusste das nicht. Kann man dann über Sachen springen mit Plötze? Die Vermutung liegt nahe, oder? Zum Beispiel über den. Springplätze! Ja, fast! Naja, über den Zaun. Ja! Mein Gott! Hey, also, hallo! Geht's eigentlich noch? Jetzt greift er einfach Blitze an. Warte mal, der spuckt selber Feuer, ne? Dann nehme ich vielleicht was anderes. Wirbelzwirbel. Warum tun wir ihm nichts? Warum machen wir ihm keinen Wirbelzwirbel-Zauberschaden? Und jetzt ist er plötzlich tot? What? Okay, gut, nehme ich an. Aber damit habe ich nicht gerechnet. Das ging schnell. Hätten wir. Ich glaube, wir müssen kurz meditieren. Wir sind erstens ziemlich vergiftet und zweitens... Was jetzt passiert? Und zweitens... Tränke auffüllen. Aber wir können den Drachen noch looten. Bist du deswegen so grau? Das wäre schrecklich geendet. Hättest du uns nicht geholfen, Hexe. Fasane. Heya!
Die klingen gerade, das hat mich gerade voll, weil ich vorher schon über Final Fantasy 15 geredet habe. Die Chocobos in Final Fantasy 15 machen, glaube ich, so ziemlich genau die Geräusche. Ich glaube, die haben einfach so Fasan oder Pfau-Geschrei genommen für die Chocobo in Final Fantasy 15. Final Fantasy 15 war schon cool. Ich finde, das ist ein cooles Spiel. Ich mag Final Fantasy 15. Was jetzt? Das ist in vielerlei Hinsicht eine Katastrophe. Weil es einfach hinten und vorne irgendwie nicht fertig ist. Und es wirkt so zusammengeschustert. Irgendwie ganz komisch. Aber insgesamt eigentlich ein cooles Spiel, das mir echt Spaß gemacht hat. Komm schon! Ich mochte es, mit dieser J-Pop-Boy-Group durch die Wüste zu cruisen. Ich fand das irgendwie sympathisch. Gesang ist auch crazy. Der wiederholt sich recht oft. Aber ich meine, ist ja in Wirklichkeit auch so, ne? Oh oh, Plätze. Oh oh. Jetzt haben wir ein Problem. Hinter uns Wölfe, vor uns ein Puma und ein Canyon. Spring! Das schaffen wir! Jetzt folgen wir vielleicht doch lieber wieder dem Weg. Ich wollte abkürzen, querfeldein. Manchmal eben doch keine so gute Idee. Lauf, Dreh, das sind Wölfe und Pumas. Oder ein Puma und Wölfe. Und ein Bär. Was ist hier eigentlich nicht in diesen Wäldern, ist die Frage. Hasen auch noch. Das nimmt ja gar kein Ende mehr. Oh Gott, Zivilisation, schnell. Nein, es ist keine Zivilisation. Also irgendwie ist es Ansichtssache. Schnell, Geralt, iss einen Knödel. Nicht schlecht, ey. Die hauen rein. So. Diese Armbrustschützen, Bogenschützen immer. Nein! Hörst du jetzt auf? Ah, jetzt hat er über seinen Freund drüber geschossen. Ich will die beiden aufeinander hetzen. Das wäre eigentlich mein Plan. So, jetzt bitteschön. Kampf der Banditen. Exakt synchrone Gewalt. Zweite Runde, los geht's. Oh, die sind aber nicht lang benommen, leider. Na komm, dann müssen wir es schnell selber zu Ende bringen. Au. Oh. So nervig. Nein, come on. Die zielen aber auch sehr gut, ne? Die treffen mit jedem Schuss, glaube ich. Ach so, der andere ist schon tot. Du hast gewonnen. Glückwunsch. Dafür kriegst du einen Finisher. Ich danke dir. Ohne dich. Tja, diese Banditen meinten es ernst. Ich könnte dir was schmieden, als Dank. Aber dazu muss ich erst in meine Schmiede nach Belgard zurück. Nee, Final Fantasy 15 ist super. Lass dich nicht wegen mir davon abhalten, das anzufangen, wenn du es noch nicht gespielt hast. Das ist sogar ganz cool. Aber
so im Nachhinein, wenn man es durchgespielt hat, merkt man schon deutlich, dass das Spiel über viele, viele Jahre in Entwicklung war und sehr oft seine Form und sein Konzept komplett verändert haben. Es ist ein bisschen Flickenteppich, aber es ist cool. Ich habe keine Ahnung, wie die Subscription hier funktioniert. Aber vielen Dank für das Geschenk. Das ist immer, ich glaube, auf Twitch unter... Ich weiß es nämlich immer selber nicht. Ich muss selber immer suchen. Aber irgendwo unter dem ganzen Stream gibt es da, glaube ich, quasi... Da muss man sich anmelden und ich weiß es auch immer nicht. Los, die Zeit drängt. Aber irgendwo ist irgendwas und wenn man da drauf drückt, passiert was. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Möchtest du dir meine Waren ansehen? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Na, von mir aus. Zeig mir, was du hast. Schauen wir uns die Waren an. Aber ich glaube... Die brauchen wir nicht. Außer, oh Moment, du hast bestimmt Waffenreparatursets. Her damit, die nehme ich dir alle ab. Waffenreparatursets brauchen wir. Dafür kriegst du von uns ganz viel schrottige Schwerter, wenn du willst. Zum Beispiel das hier und das hier und das hier auch. Und die alle da unten. Ach so, du hast gar nicht mehr genug Geld. Ah, na dann bist du nutzlos für mich. Na gut. Aber wir haben Waffenreparatursets. Ah, zeig mir, was du hast. Du kannst wahrscheinlich mein Zeug auch einfach schnell mal reparieren jetzt hier, ne? Das wäre nämlich auch ziemlich gut. Verwendete Ausrüstung reparieren. Sehr schön. Katzenarmbrust. Haben wir schon so eine? Haben wir schon so eine mal hergestellt? Woher haben wir das Rezept überhaupt für die Katzenarmbrust? Die ganzen Hexenschwerter. Sowas. X-Wayne, danke fürs Followen. Hi. Eiseinohr. Final Fantasy 15, ein cooler Flickenteppich mit angenehmen Äußeren und sehr guter Story. Ja, wie gesagt, ich mag das Spiel eh gerne. Es ist nur echt irgendwie gerade so am Schluss dann... Ha! Ich mach mal die Katzenarmbrust, weil warum nicht? Ne, vielleicht ist die sogar gut. Bis dann. So, die rüste ich jetzt auch aus. Die ist sogar besser. Guck, die ist sogar ein bisschen besser als der Tod von oben. Warum Tod von oben eigentlich? Das macht für eine Armbrust gar keinen Sinn. Meistens schieße ich damit auf fliegende Gegner. Das müsste eher der Tod von unten sein, die Armbrust. So, gehen wir zu Mathilda. Aber, ich würde sagen... Endlich wäre der Witcher genauso feiert, PS, die Ohren passen. Ja. ich würde sagen, wir machen jetzt für heute mal kurz Schluss hier. Also der Stream geht noch weiter, aber für alle, die das jetzt auf YouTube nachholen, sage ich jetzt für heute mal Tschüss. Die nächste Folge kommt bestimmt und dann geht es genau hier weiter im Stream. Könnt ihr jetzt hier bleiben. Wir machen jetzt dann gleich weiter.